Erkenne deinen Geist durch die Yoga-Psychologie. So lautet der Titel eines Seminares auf yoga-vidya.de/seminar. Was soll das heißen, erkenne deinen Geist durch die Yoga-Psychologie? Yoga ist nicht nur Körperübung, Yoga ist nicht nur toll für die Entspannung des Körpers und damit auch des Geistes. Yoga ist nicht nur Energietechnik, sondern im Yoga gibt es auch eine ganze Psychologie. Das ist die sogenannte Yoga-Psychologie. Die Yoga-Psychologie spielt in zwei der großen Yoga-Wege eine besondere Rolle. Zum einen im Raja-Yoga, zum zweiten im Jnana-Yoga. Jnana-Yoga spricht vom Geist als Antarkarana, das heißt inneres Instrument. Du hast einen physischen Körper, das ist Bahirkarana, und du hast ein inneres Instrument, das ist Antarkarana. Und dieses innere Instrument gilt es zu erkennen. Erkenne deinen Geist durch die Yoga-Psychologie. Und im Jnana-Yoga wird eben auch gesagt, deine wahre Natur ist göttlich. Du bist eins mit Brahman, dem Göttlichen. Atman, das Selbst, ist eins mit Brahman. Du hast einen Geist, Antarkarana, aber du bist er nicht. Und die Jnana-Yoga-Psychologie sagt dann, der menschliche Geist besteht aus vier Teilen, nämlich Manas, das einfache Denken und Fühlen, Chitta, das Unterbewusstsein mit dem Gedächtnis, mit Wünschen, mit Fähigkeiten, Persönlichkeit und so weiter. Als drittes hast du ein Ego, also Ahamkara, das sich mit allem Möglichen identifiziert. Und als viertes hast du Buddhi, die Unterscheidungskraft, den Intellekt, die Willenskraft und die Entscheidungskraft. Also vier Teile. Und zunächst einmal ist es hilfreich, deinen Geist zu erkennen in der Yoga-Psychologie in diesen vier Teilen. Beobachte dein Denken, beobachte dein Fühlen. Werde dir dann bewusst, wie, wenn du irgendetwas wahrnimmst, bestimmte Gedanken kommen, wie dann Wünsche entstehen, Stimmungen und so weiter. Wie letztlich aus dem Unterbewusstsein Dinge an die Gedankenoberfläche kommen. Dann beobachte Ahamkara, der sich das mit etwas identifiziert, wo du sagst, ich will das unbedingt, ich brauche das unbedingt. Und warum denkt der so schlecht über mich? Und dann folgt Buddhi, die Unterscheidungskraft, der Verstand, Vernunft und letztlich auch die Intuition. Und Buddhi kann dann letztlich sagen, will ich wirklich mich damit beschäftigen, was der andere über mich denkt? Ist es wirklich gut, wenn ich dem Wunsch folge? Was will ich wirklich? Was macht mich dauerhaft glücklich? Wer bin ich? In diesem Sinne, die Yoga-Psychologie kann dir helfen, deinen Geist zu verstehen und dann auch an ihm zu arbeiten. Sie ist wie eine Gebrauchsanweisung für den menschlichen Geist. Gäbe noch viel mehr von der Jnana-Yoga-Psychologie. Meist wird aber Yoga-Psychologie im Kontext vom Raja-Yoga gesehen. Raja-Yoga beruht auf dem Yoga-Sutra von Patanjali, welches etwa 2000 Jahre alt ist, wobei Raja-Yoga sicher sehr viel älter ist. Schon die Bhagavad-Gita gebraucht eine Menge von Raja-Yoga-Terminologie, auf die sich dann auch Patanjali bezieht. Und Bhagavad-Gita ist mindestens ein paar Jahrhunderte älter als das Yoga-Sutra. Erkenne deinen Geist durch die Raja-Yoga-Psychologie. Patanjali sagt, es gilt, den menschlichen Geist zur Ruhe zu bringen. Ist der menschliche Geist zur Ruhe gebracht und dabei volles Bewusstsein, dann erfährst du deine wahre Natur. Es ist also wichtig zu verstehen, das Denken ist nicht deine wahre Natur. Persönlichkeit ist nicht deine wahre Natur. Du bist etwas jenseits davon. Patanjali beschreibt dann die verschiedenen Arten von Gedanken, die du so haben magst. Und zum Beispiel korrektes Wissen, falsches Wissen, Einbildung, Gedächtnis und Schlaf. Er beschreibt Methoden, wie du deinen Geist kontrollieren kannst. Er beschreibt die Ursachen von Leiden. Wie kommt es überhaupt, dass du leidest? Ja, gerade im zweiten Kapitel gibt es in dieser Raja-Yoga-Psychologie einiges über den Geist, wo gesagt wird, fünf Faktoren, die dich ins Leiden führen. Das erste ist Avidya, Unwissen. Du hast vergessen, wer du wirklich bist. Göttlicher Funke, eins mit der Weltenseele.
Zweiter Schritt ist Asmita, Identifikation. Du denkst, du bist Körper und Psyche und du hast noch Vorstellungen, wie dein Körper ist und was deine Fähigkeiten sind und was da eigentlich dir gehört und so weiter. Asmita. Darauf bauen dann Raga und Vesha auf, mögen und nicht mögen. Und darauf baut dann auf Abhinivesha, Furcht vor dem Vergehen. Wenn du dich mit etwas identifizierst, was du nicht bist, hast du immer Angst, dass es verschwindet und dass so du selbst vergehst. Dann beschreibt Patanjali, wie du über mögen und nicht mögen hinauswachsen kannst, wie du Ängste überwinden kannst, wie du letztlich die Identifikation überwinden kannst, um schließlich zurückzukehren zu deiner wahren Natur. Es gibt also sehr viel, das war jetzt ja nur ein kurzer Einblick in die letztlich doch komplexe Yoga-Psychologie, die gleichzeitig sehr praktisch ist. Erkenne deinen Geist durch die Yoga-Psychologie heißt, erkenne dich selbst besser, lerne mit deinem Geist besser umzugehen. Das hilft dir zum einen, dass du nicht mehr so abhängig bist von der Meinung anderer, dass du nicht so abhängig bist von den Höhen und Tiefen des Schicksals und dass du auch nicht so abhängig bist von den Stimmungen deines Geistes. Du selbst hast es in der Hand, glücklich oder unglücklich zu sein. Und du kannst auch den Geist nutzen, um erfolgreich zu sein, aber auch glücklich zu bleiben, selbst wenn du mal keinen Erfolg hast. Erkenne deinen Geist durch die Yoga-Psychologie heißt, freue dich, dass du deinen Geist kennenlernen kannst und deinen Geist gut nutzen kannst. Mehr zu diesem Thema findest du natürlich in diesem Seminar. Gehe auf yoga-vidya.de/seminar und dann findest du mehr Infos, wann es dieses Seminar zum nächsten Mal gibt.